بأن لدينا ما يكفي. ربما إذا جمعنا بعض البيض. Straft uns, wenn wir nachlässig werden. Hey! Was denn jetzt? Ito, von dem du sprachst. Das letzte Mal, als ich dort postiert war, hat Anwars Hund in eine von Abul Qasims Ohren gebissen. Hey! Naja, ist da irgendwas? Also hier kommt keiner vorbei. Hey! Hey, was ist da los? Augenblick! Zeig dich. Ich weiß, dass du hier bist. Hä? Willst du mich weglocken? Schwindet. Ihre Anhänger werden täglich weniger. Kabiha ist eine großartige Frau, Farah. Das war sie, als Elmutter Wakil noch lebte. Aber ihr Sohn folgte ihm nicht nach und somit ist ihre Zeit vorbei. Wenn die Ebbe kommt, wirst du mit ihr ins offene Meer gespült? Ich halte mich von Politik lieber fern, Nasrin. Ich bitte dich. Wir wissen, was du für eine bist. Genug! Die neuen Eunuchen treffen jeden Augenblick ein. Hole sie am Tor ab, Makira. Und benimm dich angemessen. Komm, Nasrin. Neue Bedienstete bedeuten neue Gesichter im Harem. Wenn ich das Gewand eines Eunuchen hätte, könnte ich mich unter sie mischen. Ein frisch geschneidertes Eunuchengewand. Perfekt. Wie lange wird das dauern? Ich bin spät dran. Nicht mehr lange, ich verspreche es, Saidi. Gut genug für mich. Hoffentlich klappt das. Allah, lass etwas geschehen. Langsam. Kenne ich dich? Ich bezweifle es. Dies ist mein erster Tag. Ich käme nur ungern zu spät. Makira! Friede sei mit dir! Kennst du ihn, Makira? Was? Hast du mich bereits vergessen? Nein, ich... Es tut mir leid, der Tag war sehr... Schon in Ordnung, meine Schöne. Mein Gesicht vergisst man schnell. Im Gegensatz zu deinem. Farah erwartet mich. Unter uns. Sie macht mir Angst. Bitte lass mich nicht zu spät kommen. Lass ihn hinein, Abbess. Möge Allah dich segnen, Sayyidati. Was machst du da? Ha? Makira! Ich wollte nur... In Kabias Gemach einbrechen. Du bist kein Eunuch. Geh, oder ich sage es Nasrin. Oder Farah. Was willst du ihnen sagen? Dass du mich reingelassen hast? Ich bezweifle, dass sie das erfreuen wird.
Du bist eine Kahramana, oder? Du erfüllst die Wünsche der Konkubinen. Wann hat dich das letzte Mal jemand nach deinen Wünschen gefragt? Jemand, der nicht urteilt. Jemand, von dem du nie wieder hören wirst. Es muss doch etwas geben, das du brauchst, Makira. Oder willst. Da gäbe es schon etwas. Abess am Tor. Er hat nur Augen für Farah. Die Umal Walat. Mich sieht er nicht einmal an. Aber Farah benutzt Farbe, um ihre Augen größer zu machen. Und wenn ich die auch hätte, glaube ich, dass er... Sprich nicht weiter. Ich helfe dir. Wo finde ich diese Farbe? Im Lagerraum. Aber außer Nasrin darf dort niemand hinein. Farah vertraut ihr bei allem. Selbst bei ihrem Zaubertrank. Farah hat einen Zaubertrank? Nasrin trägt ihn für sie. Und Farah lässt ihn sich geben, wenn sie einen Schluck will. Sie bekommt Mundgeruch davon, aber ich gebe alles, ihn selbst zu probieren. Und das wirst du auch. Und im Gegenzug, Makira, was gibst du mir dafür? Den Schlüssel zu diesem Gemach. Augenfarbe und ein Zaubertrank. Dein Wunsch ist mir Befehl. Also, was ist dieser Zaubertrank? Verstehe. Alkohol. Größere Augen könnten meine Verkleidung aufwerten. Nein, bleib bei der Sache, Basim. Du brauchst den Schlüssel. Ich habe Trank und Farbe. Dann hole ich den Schlüssel ab. Bitte sehr. Oh, danke. Die anderen sagen, ich wäre zu jung für Farben und Tränke. Aber ich bin nicht zu jung, um zu erfahren, wozu sie sie benutzen. Natürlich nicht. Also, den Schlüssel? Sie wissen nur mehr als ich, weil sie dieses Buch gelesen haben. Der Garten und seine Geheimnisse. Es geht um Naturkunde, den Körper, seine Geheimnisse. Es ist berüchtigt. Hast du es gelesen? Nein. Farah bewahrt es in den Gemächern des Kalifen auf dem Dach auf. Der Zutritt ist streng verboten. Makira, wir hatten eine Abmachung. Bitte, wenn du nur das Buch holen und in meine Kammer bringen würdest. Sie ist in der östlichen Ecke, links. Na schön. Aber dann den Schlüssel. Farbe, Zaubertrank und jetzt noch unzüchtige Bücher. Ich wollte den Diener spielen, nicht einer werden. Eines Kalifen würdig. Der Garten und seine Geheimnisse. Ein zahmer Titel. Aber das war wohl die Absicht. Bitteschön. Viel Spaß. Hoffentlich fallen ja nicht noch mehr Aufgaben ein. Ich fürchte, ich habe ein Monster geschaffen. Das Buch ist in deiner Kammer. Jetzt... Und? Sind meine Augen größer? Riesig! Makira, ich brauche den Schlüssel. Dieser Trank, er gibt einem Selbstvertrauen. Ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen. Ja, ich kenne diesen Trank.
Wir hatten eine Abmachung, Makira. Den Schlüssel. Jetzt. Warte. Erst musst du den Trank zurück zu Nasrin bringen. Wenn Farah herausfindet, dass er fort ist, wird sie wütend. Dann gehört der Schlüssel dir, ich schwöre es. Meinetwegen. Trink etwas Wasser, während ich weg bin, ja? Das ist das letzte Mal, Basim. Setz dich durch. Zurück an deinen Platz. Der Trank ist wieder zurück. Alles ist, wie es sein soll. Jetzt bekomme ich den Schlüssel von Makira. Und wenn ich ihn ihr aus der Hand reißen muss. Erledigt. Meinen Teil zumindest. Danke. Seltsam, ich habe etwas Kopfschmerzen. Was passiert jetzt? Du gibst mir den Schlüssel. Ach ja. Hast du ihn nicht? Fürchtest du Kabiha? Was ist? Nein, nein. Ihr Stern ist erloschen. Das sagen alle. Ich hab nur Spaß gemacht. Hier. Endlich. Nun zur Suche nach Antworten. Ich erinnere mich an diesen Duft. Ich roch ihn auf dem Bazar und vielleicht im Harem. Aber an wem? Eine Haarnadel. Nings. Wann hat Kabiha die bekommen? Eine Karte des Kalifats. Und von Alamut. Trotz all des Prunks ist der Raum nahezu leer. Es scheinen Dinge zu fehlen. Vor allem Kabiha selbst. Was ist geschehen? Was ist das? Was hast du ihr gegeben? Sie trinkt immer davon. Sie bat mich, es ihr zu geben. Es ist harmlos. Das nennst du harmlos, Nasrin? Du solltest gehen. Jetzt. Gib mir den Schlüssel. Was ist dir zugestoßen? Ich... Du hättest mich wirklich nicht mit der Flasche allein lassen dürfen. Ich durchsuche die Gemächer. Du kommst mit. Ich schwöre, ich habe ihr nichts getan. Das war dein Werk. Entspann dich. Niemand achtet auf uns. Sie werden mit dem Buch aus Nasrins Kammer viel zu beschäftigt sein. Nasrins Kammer? Der Garten und seine Geheimnisse. Nichts Anstößiges, nur eine Abhandlung über einheimische Pflanzen und ihre Wirkung in Medizin, Gift und Kosmetik. Belladonna, schwarze Tollkirsche. In kleinen Mengen sehen die Augen wirklich wundervoll damit aus. Schade, dass ich alles an sie verschwenden musste. Was? Du hast gesehen, wie Farah und Nasrin allen Gift ins Ohr träufelten. Lügen und Gerüchte über meine Herrin. Kabiha. Die eine tot, die andere entehrt. Niemand wird mehr auf sie hören. Verräterisches Weib. Was bist du? Treu. In Kabihas Abwesenheit verteidige ich den Thron gegen jene, die sie ersetzen wollen. Ihr Gemach ist leer. Sie hat dich verlassen, Makira. Du dienst einer abtrünnigen Herrin. Sie wird aus dem Palast zurückkehren, wenn die Gefahr vorbei ist. Das hättest du mir wirklich nicht sagen sollen. Das macht keinen Unterschied. Du wirst sie nie finden. Und nun, benimm dich. Es sind Kinder anwesend. Hübsches Gewand übrigens. Steht dir. Für Farah kann ich nichts tun. Aber wenn Kabiha an der Spitze des Ordens steht, könnte ich noch jene retten, die sonst durch sie leiden würden.